Moin Leute, das was ihr hier gerade im Hintergrund seht, ist das vollwertige 5.1 Heimkinosystem von Revox, welches aus der kompletten Studio-Art-Serie besteht. Was die einzelnen Geräte können und wie sie sich im Zusammenspiel schlagen, das erfahrt ihr heute von mir. Ich bin Ole und ich heiße euch herzlich willkommen. Falls ihr übrigens neu auf diesem Kanal seid und künftig keine Videos solcher Art mehr verpassen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Abo da. Vielen Dank. Als erstes geht es darum, welche Geräte die Studio Art Serie umfasst. Dabei werde ich gleich auf Design, Verarbeitung und Klangqualität eingehen. Anschließend zeige ich euch die einzelnen Geräte im Detail. Darauf folgend gehe ich kurz auf die App und deren Funktionen ein. Zu guter Letzt erzähle ich euch, was ich persönlich von den Geräten halte und meine Erfahrungen mit diesen. Und damit auf ins Video. Viel Spaß! Die Revox Studio Art Serie als 5.1 Heimkinosystem aufgebaut umfasst folgende Produkte: die Studio Art S100 Soundbar, zwei Studio Art A100 Multiroom Lautsprecher und einen Studio Art B100 Subwoofer. Revox hat uns außerdem für den Test zwei Spektral Bodenstative zukommen lassen, auf welchen jeweils ein A100 montiert werden kann. Das Design ist im Ganzen bei allen Geräten zeitlos und sehr elegant. Schon auf den ersten Blick sieht man den Geräten an, dass es sich hier um High-End-Geräte handelt. Jedes Gerät besitzt eine Glasoberseite, welches das Design und die Verarbeitung extrem aufwerten. Die Verarbeitung ist zudem, wie von Revox zu erwarten, sehr hochwertig und akkurat. Dass diese Geräte klangtechnisch vieles einfach in den Schatten stellen, brauche ich glaube ich nicht zu erwähnen. Egal ob beim Filmeabend, Musik hören oder auch beim Nachrichtengucken. Die präzise Tonwiedergabe in all diesen Bereichen lässt wirklich keine Wünsche offen. Die Höhen sind perfekt auf Stimmwiedergabe abgestimmt und der Bass ist kräftig, aber nicht zu stark. Falls ihr aber mit dem Klangbild nicht zufrieden sein solltet, kann man dies natürlich in der App anpassen, dazu aber später mehr. Nun möchte ich euch die einzelnen Geräte etwas mehr im Detail zeigen. Dazu fangen wir mit der Studio Art S100 an. Auf der Oberseite des Gerätes befindet sich unter der edlen Glasoberfläche ein Touchdisplay, welches bei Berührung kurz aufleuchtet, um zum Beispiel das Gerät in den Hotspot-Modus zu versetzen. Hinter dem Lochgitter auf der Vorderseite versteckt sich ebenfalls eine Anzeige, welches zum Beispiel bei Änderung der Lautstärke oder Wechsel des Eingangs kurz erscheint. Bei der S100 fällt auf, dass sie relativ groß ist, was ich allerdings gut finde, da diese sich somit von der Konkurrenz unterscheidet. Die Soundbar kann auch an der Wand montiert werden. Dafür sind natürlich Halterungen im Lieferumfang enthalten. Was die Anschlüsse und Funktionen angeht, ist die S100 extrem vielseitig. Ein Anschluss für einen kabelgebundenen markenfremden Aktivsubwoofer, einen analogen sowie einen Koaxial und einen optischen Eingang, eine Netzwerkbuchse sowie drei HDMI und eine HDMI-ARC-Schnittstelle. Verbindet ihr über die HDMI-ARC-Schnittstelle euren Fernseher mit der Soundbar, wird diese beim Einschalten des Fernsehers mit eingeschaltet. Zudem könnt ihr dann auch die Lautstärke der Soundbar über die Fernsehfernbedienung anpassen. Das Gerät bietet aber auch sehr viele andere Möglichkeiten, um Musik oder Ton wiederzugeben. Zum Beispiel könnt ihr mit der App auf Spotify, Tidal oder Deezer zugreifen. Die Wiedergabe über AirPlay 2 und Bluetooth ist ebenfalls möglich. Des Weiteren ist im Lieferumfang selbstverständlich eine Fernbedienung enthalten, welche auch wieder sehr hochwertig verarbeitet ist und alle Funktionen bietet, die man braucht. Was den Klang angeht, könnte man die S100 alleine betreiben, wer dazu aber noch mehr Raumklang haben möchte, für den habe ich gleich das nächste Gerät. Und zwar geht es weiter mit dem Studio Art A100. Hier wurde, etwas anders als bei der S100, die Bedienung sichtbar in das Glas auf der Oberseite eingearbeitet, was aber auch mit der besonderen Funktion zu tun hat, dazu aber gleich mehr. Auf der Vorderseite ist ebenfalls wieder ein feines Lochgitter zu finden, wodurch die A100 optisch mit der S100 im Einklang ist. Der A100 ist kompakt, aber spielt dennoch in einer sehr hohen Liga. Außerdem ist er mit seinen 1100 Gramm relativ leicht im Vergleich zu der Leistung, die er abliefert. Und hier rede ich nicht von dem, was auf dem Papier steht, sondern von der Leistung, die er in meinen Augen erbringt. Dazu zählen unter anderem die Anschlüsse, die wie bei der S100 sehr vielseitig sind. Eine Netzwerkbuchse, AUX-In sowie den Anschluss für den P100. Der Studio Art P100 ist übrigens ein passiver Lautsprecher, welchen man direkt an den A100 anschließen könnte, um das Heimkinosystem zum Beispiel auf 7.1 aufzurüsten
Allerdings könnte man ihn auch alleine mit dem A100 als Stereo-Kombination nutzen. Möchte man den A100 wie in meinem Beispiel im Heimkinosystem nutzen, funktioniert dies natürlich kabellos. Um die beiden A100 neben dem Fernseher optisch etwas hervorzuheben, bietet Revox das Spektral Standstativ an. Dieses passt sich durch den Standfuß aus Sicherheitsglas dem Design der StudioArt-Serie an. Zudem werden Kabel in der Aluminiumsäule versteckt und durch das Silikonprofil sind diese leicht zugänglich. Durch die besondere Eigenschaft dieses Lautsprechers könnt ihr ihn sogar unterwegs nutzen. Ermöglicht wird dies durch den Lithium-Ionen-Akku, der bis zu 8 Stunden durchhält. Hierbei kann Musik über die App, per Bluetooth oder Aux-In auf dem Gerät wiedergegeben werden. Wer nun in seinem Heimkinosystem immer noch nicht genug hat und sich vielleicht mehr Bass wünscht, für den gibt es ein weiteres Zusatzgerät. Und das ist zu guter Letzt der StudioArt B100 Subwoofer bzw. das Bassmodul. Das Design passt sich mit der schicken Glasoberfläche auch wieder perfekt der StudioArt Serie an. Zudem ist er, wie auch die anderen Geräte der Serie, sehr elegant und zeitlos. Der B100 ist auch wieder relativ groß, was aber auch in Ordnung ist, da er eine enorme Leistung hat. Das bezieht sich nicht nur auf die reine Klangleistung, sondern auch auf was das Gerät kann und die Einstellungsmöglichkeiten. Zu den Anschlüssen gehört, neben der Verbindung über Funk, ein Line-Input, um den B100 auch mit anderen Stereo- und Heimkino-Verstärkern zu verbinden. Besonders sind hier aber die drei Regler, mit denen ihr, wenn ihr das Gerät nicht im Heimkinosystem per Funkverbindung nutzt, zum Beispiel die Lautstärke einstellen könnt. Des Weiteren könnt ihr den Tiefpassfilter sowie die Phase einfach und schnell regulieren. Durch das sogenannte Downfire-Prinzip wird der Boden als Abstallfeld genutzt und durch die besondere Gehäusekonstruktion mit Dual-Port gibt der Subwoofer Bass extrem präzise wieder. Und dank der kabellosen Funkverbindung von Revox, dem ClearNet, hängt er auch kein bisschen hinterher. Sollte euch der Bass zu stark oder schwach sein, könnt ihr diesen selbstverständlich einfach in der App oder am Gerät selbst justieren. Da wir gerade beim Thema App sind, bleiben wir doch auch gleich dabei. Mit eurem Smartphone haltet ihr gleichzeitig auch eine vollwertige Fernbedienung in euren Händen. Ihr könnt alle Geräte über die App als Heimkinosystem konfigurieren, aber auch die einzelnen Geräte separat verbinden. Außerdem wurde die App sehr gut durchdacht, da diese einfach zu bedienen ist und sich als äußerst übersichtlich präsentiert. Bereits konfigurierte Geräte können einfach ein- oder ausgeschaltet werden. Zudem habt ihr zahlreiche Möglichkeiten, die Geräte individuell an euren Geschmack anzupassen. Zusatzeinstellungen wie zum Beispiel das dauerhafte Beleuchten des Revox-Logos, die Konfiguration eures Heimkinosystems sowie der einzelnen Geräte. Auf dem Hauptbildschirm werden euch auf der zweiten Seite alle möglichen Wiedergabequellen dargestellt und auf der letzten Seite wird euch die aktuelle Eingangsquelle angezeigt und hier könnt ihr dann auch einfach die Lautstärke anpassen. Um das alles gleich mal auf einen Punkt zu bringen, die verschiedenen Geräte sowie das gesamte Heimkino-Set in Kombination mit der App sind ausnahmslos perfekt. Ich war vom ersten Moment an das Set gefesselt. Nachdem ich dann mehrere Stunden Musik genossen hatte, kam der Filmeabend und auch das war ein ganz neues Erlebnis. Ich war extrem beeindruckt, wie präzise und klar Ton doch wiedergegeben werden kann. Revox hat mit der StudioArt-Serie nicht nur präzise, sondern auch optisch einwandfreie Geräte erschaffen. Die weichen Rundungen, die Glasoberseite und die hochwertigen Materialien sind ganz großes Kino. Revox erschafft hier quasi eine ganz neue Definition von Heimkino. Das war's auch schon wieder von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Falls ihr noch weitere Fragen habt, schreibt diese gerne in die Kommentare. Und damit verabschiede ich mich. Haut rein!